Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch wieder einen Buchstaben zeigen, und zwar das S. Ihr braucht für das S 22 Lumengummis. Ich zeige euch das Ganze gleich in den pink-gelben. Und ihr braucht euren Lumen, den stellt ihr so ein, dass alle drei Pins nebeneinander liegen. Und ihr braucht natürlich eine Häkelnadel. Und dann geht es auch schon los. Ihr nehmt immer zwei Gummis gleichzeitig und startet auf dem ersten rechten Pin. Und spannt einmal zur Seite rüber, in die Mitte. Dann nehmt ihr wieder zwei Gummis und spannt aus der Mitte oben nach links. Dann von oben links nach unten zu euch in die Richtung des Pfeils. Und vom zweiten linken Pin dann zum dritten linken Pin. So. Und dann wieder zur Seite nach innen. In die Mitte auf den dritten mittleren Pin. Dann wieder nach rechts auf den dritten rechten Pin. Vom dritten rechten Pin wieder zu euch in Pfeilrichtung auf den vierten rechten Pin. Vom vierten rechten Pin auf den fünften rechten Pin. Und vom fünften rechten Pin wieder nach links auf den fünften mittleren Pin und vom fünften mittleren Pin zum fünften rechten Pin. So sieht das Ganze aus. Das S kann man jetzt schon hundertprozentig sehen. Und dann schnappt ihr euch ein weiteres Gummi. Das wird das Schließgummi hier für den Pin. Und ihr nehmt es zweimal zusätzlich um eure Finger, sodass ihr drei Umschläge habt. Und dann gebt ihr das Ganze hier auf den letzten Pin drauf. So sieht das Ganze aus. Also das Gummi ist einfach dreifach um diesen Pin gewickelt. Dann nehmt ihr eure Häkelnadel, geht in den letzten Pin, den ihr bearbeitet habt, rein, den mit dem Gummi drauf. Und holt euch die unteren Gummis raus. Und gebt sie ein weiter nach vorne. So. Dann holt ihr euch aus dem Pin die untersten Gummis, die untersten beiden. Und packt sie nach vorne. Also nach rechts rüber. Dann nehmt ihr euch aus dem Pin auch die untersten beiden. Und gebt sie nach vorne. Dann holt ihr euch aus dem Pin auch die untersten beiden, auch nach vorne. Und dann holt ihr euch aus dem Pin auch die untersten, gebt sie nach links. Also immer in die Richtung geben, in der das S weitergeht. Ihr arbeitet das S jetzt komplett nach oben durch und nehmt euch immer die untersten Gummis raus. So, dann ist das S auch schon fertig abgelumt. Dann nehmt ihr ein weiteres Gummi und stecht in den obersten Pin, den ihr benutzt habt, ein. Den ganz oben rechts. Geht einmal mit der Häkelnadel durch, zieht ein Gummi durch diesen Pin durch, zieht das Gummi nochmal durch sich selbst durch, zieht das Ganze fest. Und lumpt das Ganze S dann ab von oben. So. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier oben ist das Verbindungsgummi, wo ihr es zum Beispiel an euer Armband oder an euren Schlüssel mit befestigen könnt. Und ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Wenn das so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da freue ich mich immer. Oder schreibt mir etwas in die Kommentare, das wäre auch super lieb. Und wenn euch das Ganze gefällt und ihr noch mehr Anleitungen von uns sehen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Do-It-Yourself-Kanal. Und wenn ihr noch ganz viel mehr von uns sehen wollt,
Dann schaut einfach mal bei Twitter, Instagram oder Facebook vorbei und bis zum nächsten Mal.